Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Sondersendung anlässlich des politischen Salons der Dreieichschule in Langen. Wir haben heute das große Vergnügen, das 10. Jubiläum mitzuverfolgen, zu dem anlässlich Herr Günther Oettinger, unser deutscher EU-Kommissar, nach Langen gekommen wird. Ist noch unterwegs und diese paar Minuten nutze ich jetzt, um Ihnen die Gastgeber vorzustellen. Das sind von der Lehrerseite der Dreieichschule Herr Trier und Herr Couturier. Und von der Schülerseite Selina und Ann-Kathrin. Sie haben diese Veranstaltung vorbereitet und sind auch mit der Durchführung ganz aktiv dabei, moderieren, organisieren. Und das ist, denke ich, auch schon eine gute Leistung. Wie ist man damals darauf gekommen, Selina, eine solche Veranstaltung mit so hochrangigen Persönlichkeiten durchzuführen? Ja, also angefangen hat es ja im kleinen Kreis, wie schon öfter erwähnt wurde. Es hat angefangen mit der Ruth Zimmerling, einer Professorin für Politikwissenschaft aus Mainz. Und dann wurde es immer größer. Und die Idee dahinter ist eigentlich, den Schülern Politik näher zu bringen und zwar auch anfassbar zu machen. Wir möchten mit den Personen sprechen, wir möchten die Idee und die Position dieser Personen kennenlernen. Und das ist einfach der Ausgleich zu der Theorie, die wir im Unterricht kennenlernen. Und ihr organisiert das ja alles mit der Lehrerschaft zusammen. Wie ist das denn einfach hautnah zu erleben, wie so Politiker arbeiten, das zu organisieren, zu gucken, wann können die, wann kommen die, was brauchen die? Oder auch zu schauen, der Saal ist ja relativ voll. Es stehen schon einige auch vor der Tür, die darauf warten, ob noch ein Platz frei wird. Wie ist das Gefühl, eine solche Veranstaltung mittragen zu können? Also man hat auf jeden Fall viel Verantwortung, die man da mitträgt, natürlich. Man merkt, wenn man diese Veranstaltung vorbereitet, wie das mit den Politikern natürlich läuft. Wie, man spricht nicht mit diesen Menschen direkt. Das ist öfter, dass man mit Sekretären oder ja, den Personen spricht, die eben hinter diesen Personen in dem Team dabei sind. Und man möchte natürlich die Schule repräsentieren. Das ist uns am wichtigsten. Man möchte natürlich ein gutes Bild bei den Politikern und bei den Personen, auch die aus der Wirtschaft hierher kommen, hinterlassen, weil es sind angesehene Personen und Persönlichkeiten. Und es ist viel Stress, aber wir probieren es immer so kompetent wie möglich zu machen. Herr Couturier, als Sie damals begonnen haben, diese Veranstaltungsreihe zu planen und durchzuführen, wie hat die Schulleitung reagiert? Zunächst war das Abwarten von Seiten der Schulleitung und mit zunehmenden Salons, die wir durchgeführt haben, mit immer prominenteren Gästen, mit guter Organisation, konnte man sich dann natürlich nicht länger gegen wehren, weil auf der anderen Seite ja auch das Renommee der Schule damit in die Öffentlichkeit gebracht wird und wir in der Presse beäugt werden, kommentiert werden mit unseren Veranstaltungen. Und deshalb hat sich das von Seiten, was die Schulleitung direkt angeht, hat sich das sehr positiv entwickelt und wir werden von unserer Schulleiterin Frau Höreth-Müller sehr gut unterstützt und uns werden von ihrer Seite keine Steine in den Weg gelegt. Das ist ja schon sehr gut und die Frage ist natürlich auch, die Schulleitung ist die eine Seite. Wie nimmt die Schülerschaft das an, Herr Trier? Sie haben es ja heute gesehen. Ach, ist ja nochmal neu. Sie werden es ja heute sehen. Und zwar liegt es daran, dass unheimlich viele Schüler natürlich motiviert werden. Wir haben ja in einem sehr, sehr kleinen Kreis angefangen. Und heute werden noch mehr Schüler erwartet, ja, um die 300 Schüler. Wir haben aber nur 200 Sitzplätze. Und da haben wir das Prinzip First Come, First Served. Wir können das nicht anders machen. Die Oberstufe ist eingeladen, die Kollegen sind eingeladen und die haben großes Interesse daran. Ja, noch zum Ergänzen zu was Stefan Trier gesagt hat. Wir wollen natürlich auch den etwas kleineren Rahmen hier mit 200 Plätzen aufrechterhalten, um diese Salonatmosphäre auch deutlich zu machen. Also ein politischer Salon ist ja eine Zusammenkunft, in dem diskutiert werden kann. Wir haben häufiger überlegt, ob wir in unsere Turnhalle gehen. Die würden wir auch mit Sicherheit gut gefüllt bekommen. Aber das spezifische Atmosphärische kann nur hier in unserem Musiksaal stattfinden. Und wir müssen dann immer den Raum teilen mit der entsprechenden Musikfachschaft, was manchmal auf Schwierigkeiten stößt. Aber je besser unsere Veranstaltungen auch in der Öffentlichkeit kommentiert werden, desto leichter ist es dann auch für uns, regelmäßig auf diesen Raum zurückgreifen zu können. Ann-Kathrin, du gehörst ja mit zu dem Planungsteam und bekommst sicherlich auch Rückmeldungen aus der Schülerschaft, aus deinen Kursen.
Wie sind so die Rückmeldungen A zur Art der Veranstaltung, B aber auch zu den Themen, die angesprochen werden? Ja, also es werden heute ja auch wieder sehr, sehr viele Schüler erwartet. Das wird sehr, sehr gut angenommen, weil die Themen sind interessant. Sie betreffen uns auch. Also beispielsweise heute geht es um Europa. Wir müssen Europa mittragen, wenn wir Europa haben wollen. Es geht um unsere junge Generation. Und da höre ich auch von Mitschülern immer wieder, dass es sehr viel Spaß macht, dass hier mitdiskutiert wird. Wir dürfen ja auch Fragen stellen. Das heißt, wir werden mit einbezogen. Es geht nicht über uns hinweg, sondern wir sind mittendrin. Wie begegnen euch denn die eingeladenen Politiker? Mehr distanziert oder sehr nah? Sind sie sehr offen oder haben sie Angst, dass ihr versucht, sie kritisch zu hinterfragen in Bereichen, wo sie eigentlich keine kritischen Fragen dulden würden? Also die meisten Politiker sind sehr, sehr offen. Wir hatten hier beispielsweise schon den Thomas Mann aus dem Europaparlament und der ist ein überzeugter Europäer und er würde auch bestimmt gerne nochmal wiederkommen. Und der ist ganz, ganz offen. Man hat überhaupt keine Angst, Fragen zu stellen und man traut sich dann auch wirklich. Klar gibt es auch Politiker, die vorher etwas distanziert sind, aber die tauen dann im Laufe der Veranstaltung auf und ich glaube, es macht auch den Persönlichkeiten wirklich Spaß. Und für uns ist es halt so, wir versuchen natürlich auch kritische Fragen zu stellen, denn wir sind aufgeklärte Bürger, wir sind gebildete Schüler und wir möchten natürlich auch, dass die Persönlichkeiten uns Rede und Antwort stehen. Und gab es denn schon mal so Fälle, wo ihr euch gesagt habt im Nachhinein, Selina, ob das die beste Idee war, diese Person einzuladen oder der Gedanke nahe lag, das war eine vergeudete Stunde? Nein, also in dieser Situation haben wir uns noch nie befunden. Wir haben natürlich ein breites Spektrum von Persönlichkeiten, die hier auf unsere politische Couch kommen, aber eben das ist uns wichtig, dass wir das Spektrum, dieses breit gefächerte Meinungen haben. Und das ist ja das Interessante daran, dass wir immer wieder neue Persönlichkeiten kennenlernen, die so verschiedene Positionen beziehen. Herr Couturier, zum Abschluss unserer kleinen Runde, weil Herr Oettinger auch in wenigen Minuten eintreffen wird. Bis jetzt waren die politischen Salons hier an der Dreieichschule sehr europaorientiert. Können Sie sich auch vorstellen, Themen der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik anzugreifen? Wir hatten schon die kommunalpolitische Orientierung. Einfach weiterreden. Wir haben zur Bundestags- und zur Landtagswahl innenpolitische, schulpolitische Themen aufgegriffen mit sämtlichen Kandidaten aus den Wahlkreisen, sowohl was die Bundestagswahl angeht, wie auch zur Landtagswahl. Also wir haben dieses Feld abgedeckt. Ich kann vielleicht jetzt einen kurzen Ausblick noch geben, wer auf unserer perspektivischen Gästeliste steht. Im Verlauf des nächsten halben Jahres, also 2014, erste Hälfte, wird Gregor Gysi einmal hierher kommen. Also wir bleiben in der A-Prominenz. Herr Stein, jetzt noch Fraktionsvorsitzender der SPD, vielleicht zu dem Zeitpunkt dann Außenminister, ist auch angefragt, auch mit einer, wohl von seiner Seite mit einer positiven Resonanz. Der Leiter der Stasi-Aufklärungsbehörde, Herr Jahn, ist eingeladen. Also ich glaube, die Gäste zeigen schon, dass wir das gesamte politische Spektrum versuchen abzudecken. Wir merken, Schule hat oft viel mehr, was sie leisten kann. Und ich denke, wir werden jetzt auch zum Schluss kommen, denn Herr Oettinger ist mehr oder weniger schon nur noch eine Ecke entfernt und er wird jetzt in wenigen Minuten eintreffen. Und ich wünsche Ihnen mit Herrn Oettinger und seinem Kurzvortrag Europa, unsere Zukunft viel Spaß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt geht's endlich los. Wir haben eine ganze Weile schon gewartet, sind sehr gespannt und freuen uns, zunächst Herrn Günther Oettinger begrüßen zu dürfen. Applaus
Ein paar wenige der hier Anwesenden möchte ich noch persönlich und namentlich willkommen heißen. Das ist zunächst der Herr Frieder Gebhardt, der Bürgermeister der Stadt Langen. Ich freue mich, dass Herr Pustrowski mit seiner Frau hier sind. Herr Pustrowski vertritt, sage ich jetzt mal so, die Stadtwerke Langen und ist auch ein Sponsor dieses politischen Salons. Ich freue mich auch, Frau Alfrangi begrüßen zu können. Dann Mitglieder der Europa-Union. Vom Schulelternbeirat sehe ich Frau Imperatori. Dann freue ich mich außerordentlich, dass der Heribert Gött heute bei uns ist. Der, glaube ich, das erste Mal seit seiner Pensionierung im Sommer offiziell hier ist. Oder ist es das zweite Mal schon? Oh, tut mir leid. Aber das erste Mal bei dem politischen Salon. Da habe ich nichts falsch gemacht. Ja? Und ansonsten freue ich mich natürlich über die zahlreichen anwesenden Kolleginnen und Kollegen von Schülerinnen und Schülern, ganz zu schweigen. Da sind auch noch welche draußen, die gar nicht mehr Platz gefunden haben. So, jetzt höre ich aber auf. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt unseren 10. politischen Salon heute begehen dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Höhler. Sie haben es eben schon gesagt, das ist der 10. politische Salon. Das ist schon der 2. in dieser Woche. Wir werden nächste Woche keinen machen, haben wir jetzt schon, damit die Organisation nicht überhand nimmt. Die Themenkreise waren sehr eng an Europa angelegt in diesem Jahr. Wir haben eine Veranstaltung gehabt, die hieß Quo Vadis Europa mit dem Europaabgeordneten Thomas Mann. Wir haben die große Veranstaltung mit der Bundesbank gehabt zur europäischen Staatsschuldenkrise. War sicherlich auch ein vorläufiger Höhepunkt, aber mit Sicherheit toppen wir jetzt das mit Ihnen als Gast, Herr Oettinger, zu dem Thema Europa, unsere Zukunft. Wir haben das mit einem Ausruf und einem Fragezeichen versehen. Und wir wären natürlich froh, wenn wir das Fragezeichen im Laufe der Veranstaltung und zum Ende der Veranstaltung hin relativieren können. Stefan, du noch? Von meiner Seite herzlich willkommen an alle Beteiligten. Und Herr Oettinger, Sie haben so wenig Zeit, wir brauchen Sie jetzt für diese Veranstaltung. Sie werden sich ordentliche Fragen stellen müssen später und wir interessieren die Bürgerinnen und Bürger Europas. Deswegen herzlich willkommen nochmal von meiner Seite und das Mikrofon wartet auf Sie. Verehrte Frau Göring Müller, Herr Couturier, Herr Trier, Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das, was Sie außergewöhnlich hier veranstalten. Nämlich Gesprächspartner aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik einzuladen, eine Stunde freizugeben und sich zu interessieren für unsere Arbeit und uns mitzugeben, was vielleicht Ihnen mit Blick auf Brüssel und Straßburg wichtig ist. Ich komme aus Stuttgart, bin Schwabe, Baden-Württemberg. Wenn ich zu Hause bin, sagen mir viele Menschen als Kind, warum brauchen wir eigentlich Europa? Warum brauchen wir Rettungsschirme, Garantien für Griechenland, Spanien, Portugal, Zypern, Irland und andere? Am besten wäre doch Baden-Württemberg alleine. Und da könnte man theoretisch zu Ende denken, am besten ohne Griechenland, Zypern, Portugal, Irland und andere und am besten gleich ohne Berlin und Brandenburg. Das wär's. Baden-Württemberg wäre die bessere Schweiz. Größer als die Schweiz. Wir bauen Fahrzeuge, haben mehr und besseren Weinbau und werden sogar näher an der hochdeutschen Sprache dran. Nur unsere Großeltern haben die Schnauze voll gehabt. Wir hatten 2 Jahrhunderte Krieg. Wir waren Spielball von Mächten aus Paris, Berlin, Moskau, London, Wien. Vor wenigen
Tagen war das Jubiläum der Völkerschlacht. Davor kam Napoleon nach Karlsruhe und nach Ludwigsburg und hat die Markgrafen und Herzöge gefragt, mit mir oder gegen mich. Dann haben die in ihre armseligen Waffenkammern geschaut, trotz Türken-Louis, und gesagt, mit ihm, ab nach Moskau. Und von 20.000 kamen 1.000 zurück. Dann haben wir vor Leipzig mit Napoleon gegen Wien, Moskau, Preußen gekämpft, am letzten Tag die Front gewechselt und gewonnen. Gegen Napoleon. Dann haben wir 1866 für das Großdeutsche Reich mit Wien gekämpft, gegen die Preußen und verloren. 1870 mit den Preußen gegen die Franzosen gewonnen. Und im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege. Begonnen, verschuldet, verloren. Deswegen haben die Großeltern von euch, eure Urgroßeltern gesagt, Nachbarschaft darf nie mehr Feindschaft werden. Muss Partnerschaft und Freundschaft sein. Über den Rhein hinweg. Über Kulturgrenzen, Sprachgrenzen, Religionsgrenzen hinweg. Das war der Anfang der europäischen Idee. Und das haben wir im 7. Jahrzehnt Frieden. Und für euch scheint Friede eigentlich selbstverständlich zu sein. Aber dass er jeden Tag gelebt werden muss, zwischen euch und eurem Nachbarhaus, zwischen euch und euren Eltern, zwischen eurem Freund und ihnen, zwischen Kroaten und Serben, zwischen Russland und Deutschland. Friede ist nicht selbstverständlich. Wenn er nicht jeden Tag genährt, gestärkt wird, wird er gefährdet. Am 1. Juli trat Kroatien, Zagreb, der Europäischen Union bei. Und die Bild-Zeitung, deren Sport heilig schätze, ansonsten eingeschränkt, schrieb Kroatien das nächste Milliardengrab. Immerhin Fragezeichen. Milliardengrab. Ich habe da zunächst an Sarajevo gedacht, knapp daneben. Dort entstand der Erste Weltkrieg in diesem Vielvölkerstaat. Aber ich habe dann gedacht an den Bürgerkrieg. Nur 20 Jahre zurück haben sich dort Brüder und Schwestern, Montenegro, Mazedonien, Kosovo, Albanien, Slowenien, Kroatien, Kosovo, Serbien, die Köpfe eingeschlagen. Eine Flugstunde von Frankfurt weg. Da haben längst bei Opel in Rüsselsheim Kroaten und Serben am Fließband gemeinsam gearbeitet. Längst bei der Eintracht gemeinsam Fußball gespielt. Und verloren. Oder auch gewonnen ab und zu. Und dort unten Krieg. Und klar ist, nur die Integration in Europa kann entlang der dortigen Geschichte friedensstiftend sein. Deswegen war es klug, dass Kroatien aufgenommen worden ist und Serbien den Beitrittsstatus als Option bekommen hat. Wenn man das in Euro und Cent rechnet, wegmesserisch, kann man sagen, was soll's? Da wäre Hessen alleine vielleicht betriebswirtschaftlich für unsere Restlaufzeit das Bessere. Aber als Investition in die Zukunft für euch, für das Jahrhundert, für Frieden, aber auch für eine Binnenmarktperspektive, der größte Marktplatz der Welt, ist Europa die richtige Investition. Ein zweiter Punkt kommt hinzu. Die Frage heißt ja, welchen Anspruch erheben wir? Nicht Sie an sich und ich an mich, sondern wir an unsere Gesellschaft. Wenn wir nur in unserer Restlaufzeit, in der Ackerfurcht der Gegenwart, konsumtiv wohlhabend bleiben wollen, dann brauchen wir keine europäische Vision. Wenn wir aber die Welt von morgen, die Welt für euch und eure Kinder mitgestalten wollen, dann ist Europa die notwendige Betriebsgröße. Das notwendige Team, wenn man in der Welt Autorität für die Zukunftsgestaltung behalten will. Wenn es um Friedenssicherung, Krieg gegen Diktatoren, für Frieden danach oder Klimaschutz oder auch nur die Standardfestsetzung für ein Ladegerät oder den Plug, den Stecker und die Steckdose für ein Elektromobil normieren will. Europa. Oder wir sind nicht dabei.
Bei allem Respekt vor G20, G7, G8, den großen Treffen der Staats- und Regierungschefs der Welt. Die Welt von morgen, eure Zukunft, wird entschieden durch G2 oder durch G3. Wenn G2 die Welt von morgen entscheidet, dann sind dies die Vereinigten Staaten von Amerika mit sinkendem Gewicht und China aufsteigend dauerhaft. Wenn G3 die Welt von morgen entscheidet, kann Europa, aber nur Europa, der Dritte, an dem Tisch, in dem Saal, in dem Konferenzzentrum, an dem über Frieden, Krieg gegen Diktatoren, Standards und Normen der Wirtschaft, Klimaschutz entschieden wird, der Dritte im Bunde sein. Wenn Europa sich jetzt entsprechend findet und formiert. In 15 Jahren ist es zu spät. Da werden andere mit jüngerer Bevölkerung, mit steigender Bevölkerungszahl und Bodenschätzen. Aus unseren Böden kommt Weizen, Zuckerrüben und Trollinger raus. Das reicht für einen Vesper, aber schafft keine globale Autorität. Da werden andere, die Erdöl, Gas, Eisenerz und Gold haben und wachsende Staaten sind, Indonesien, Indien, China, Russland, Brasilien, Südafrika, an dem Tisch sein. Und da wird Europa der Wurmfortsatz Asiens. Wenn ich in ein Dienstzimmer eines Ministers in Peking gehe, ist die Weltkarte immer an der Wand, immer. Und Weltkarten kennen Sie aus dem Schulunterricht. Nur auf den Weltkarten der Chinesen und auf unseren Weltkarten sind zwar alle Kontinente drauf, aber trotzdem unterscheiden sich beide diametral. Bei uns, Europa in der Mitte, hat sich bewährt. Und China rechts außen unten, Alaska links außen oben. Das ist unser Weltbild. Bei den Chinesen, das Reich der Mitte, das im 15. und 16. Jahrhundert das Reich der Welt gewesen war. Handel, Macht, Hochkultur. Bei denen ist China in der Mitte. Und Europa liegt auf ihrer Weltkarte links außen oben, dort wo bei uns Alaska liegt. Bitter und kalt. Und die Frage ist, ob eure Kinder einmal deren Weltkarte im Unterricht haben oder ob unsere in China auch ein bisschen gilt. Darum geht's, ohne Krieg. Mit Ellenbogen, mit Wettbewerbsfähigkeit, mit Leistung und mit Teamfähigkeit. Um die Frage geht's. Und es geht um die andere Frage, ob wir dort, wo derzeit die Welt sich neu formiert, also Libyen, Tunesien, Ägypten, Zentralafrika, Südamerika, ob wir dort ein bisschen mit unserer Erfahrung deren Entwicklung formen wollen. Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, soziale Gerechtigkeit, Marktwirtschaft. Oder ob wir nur S-Klasse dorthin exportieren wollen. Wenn wir auch Werte und Erfahrungen exportieren wollen, unsere Grundrechte denen vorschlagen wollen, dann brauchen wir die europäische Dimension. Wenn über Kairo in diesen Tagen 28 europäische Außenministerlein mit ihren Regierungsmaschinen kreisen, haben sie Chaos in der Luft und Vielstimmigkeit am Boden. Wenn Europa gemeinsam auftritt, haben wir neben Islam, neben China, neben Amerika Autorität. Das heißt, die Frage ist, welchen Anspruch haben wir an die Gestaltung der Zukunft oder ist die uns egal? Wenn es uns egal ist, dann Hessen allein und Baden-Württemberg. Wenn wir die Welt ein bisschen nach unserem christlichen Menschenbild und mit unserer Erfahrung und unseren Fehlern, aus denen wir hoffentlich gelernt haben, formen wollen, dann brauchen wir den europäischen Briefbogen. Dann brauchen wir das europäische Team. Und so schwierig Europa derzeit ist, wir sind der einzige Kontinent weltweit, der über Kultur, Sprache und Religionsgrenzen hinweg kooperiert. Südamerika, Mercosur, Chile, Kolumbien, null Partnerschaft. Der Norden Amerikas, zwar NAFTA, das ist der Binnenmarkt, aber die Zäune zwischen Mexiko und den USA werden immer höher und undurchlässiger. Asien, kleine und große Tiger, Taiwan, Südkorea, China, Japan, Malaysia, Singapur, Zusammenarbeit null. Im Gegenteil, eher ein kalter Krieg, wenn es um Gas- und Ölvorräte offshore im südasiatischen Meer geht. Afrika, Kooperation kaum.
Europa ist der einzige Kontinent, der zusammenarbeitet, ein Parlament hat, einen Rat hat, eine Kommission hat und sich um Abstimmung und um kluge Entwicklungen, die den Menschen helfen, bemüht. Und deswegen ist meine Bitte, nicht Euphorie, aber werdet Europäer. In Langen, zu Hause. In der Region, jeden Tag. Sport, Schule, Arbeit, Freizeit, Freundin, Eltern, Pflege, Einkauf. Aber interessiert euch für die globale und für die europäische Dimension. Lernt Sprachen und ein bisschen weniger Chemie. Entschuldigung, aber die chemische Formel habe ich nach meinem Abitur nie mehr gebraucht. Ich kann auch Eier kochen ohne Chemie. Aber ich vermisse es, dass ich neben Latein 9 Jahre erst jetzt wirklich Englisch beherrsche und Spanisch oder Russisch nie gelernt habe. Kommunikationsfähigkeit. Das heißt IT-Fähigkeit. Das heißt schnelle Finger, SMS und E-Mail und Beherrschung von Sprache. Und Begreifen von Kultur, Konfuzius und Religion. Man begreift die Asiaten nur, wenn man ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Religion erkennt. Daraus entsteht der Mensch mit seinem Auftritt, seiner Umgangsform. Und deswegen aus der multikulturellen europäischen Dimension in die Welt zu gehen, ist eure Zukunft. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich eingeladen bin. Wir machen in Brüssel einiges falsch. Aber die Grundidee der Kooperation und nicht mehr von Weltkriegen am Rhein und Europa zu bündeln, damit man in der Welt ein bisschen was bewirken kann, ist mehr denn je notwendig. Europa hat 7%, also EU 28, 7% der Weltbevölkerung. 7%. Im Vergleich, addieren wir einmal Hessen plus ganz Rheinland-Pfalz plus Saarland plus Baden-Württemberg. 4 stolze Länder, kleiner als Shanghai. Eine Stadt, von der es in China in der gleichen Größenordnung heute 12 und bald 50 geben wird. Das zeigt unsere relative Bedeutungslosigkeit. Wenn Sie vom Flughafen Shanghai in die Innenstadt fahren, nur in die Innenstadt, begegnet Ihnen links und rechts 3-mal Hessen, was die Einwohnerzahl anlangt. Deutschland, bei allem Respekt, wir haben bald noch 1% der Weltbevölkerung. 1%. Mit jeder Volkszählung werden es weniger. Wir haben ja vor einem Jahr über die Griechen geschimpft. Die haben an Rentner, die längst gestorben waren, Rente gezahlt. Jetzt hören wir, ohne Kommentar und ohne Bildzeitung, dass wir an Auslandsdeutsche, die als Rentner Rente beziehen, aber nicht mehr leben, Rente gezahlt haben. Und Hessen hat seit Jahr und Tag Länderfinanzausgleich nach Bremen, Hamburg und Berlin gezahlt an Einwohner, die dort gemeldet sind, aber nicht mehr leben. Soweit zum Thema Perfektion der deutschen Buchhaltung. Ich rate vor Arroganz anderen Ländern gegenüber generell ab. Die Deutschen sind nicht schlecht, aber so stark, wie man glauben, sind wir auch nicht. Kommt ein Punkt hinzu. Wir waren vor 12 Jahren der kranke Mann Europas. Der Weltsorgenkind. Wir haben daraufhin agiert und reagiert. Gewerkschaften, Betriebsräte, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Unternehmer. Längere Wochenarbeitszeit, Lebensarbeitszeit, maßvolle Lohnentwicklung, flexible Arbeitszeit konnten und die Agenda 2010, die keinen Vater kennt, weil die SPD die Vaterschaft, den Test der Vaterschaft beharrlich verweigert hat, die keine Mutter kennt, weil die CDU die Kinderkrippe groß und umfährt, die als Waisenkind groß geworden ist und in der Welt als die Grundlage für Made in Germany und unseren ökonomischen Erfolg gilt. Nur, auf der Welt sind die Deutschen die Ältesten. Nicht ihr, aber meine Generation, Bürgermeister und ich. Die Deutschen sind 44 Jahre alt im Schnitt. Mein Jahrgang hat eine Lebenserwartung, dass der Mann meines Jahrgangs 83
und die Frau 89 Jahre wird. Was mit Artikel 3, alle seien gleich, nur eingeschränkt vereinbar ist. Aber den Frauen sei nach den harten Jahrzehnten mit uns noch ein paar Jahre in Wohn- und Ruhestand gegönnt. Jedenfalls, die Deutschen sind 44. Die Europäer sind 40. Und ich ergänze, unsere türkischen Partner sind 29. Ich behaupte einmal, wir werden uns noch bemühen müssen. Deswegen rate ich allen, auch meiner Partei, zu Lockerungsübungen. Und ab von Türkei und Europa, nein danke, ab von diesem Plakat. Wer soll denn in 20 Jahren bei Merck und Key in Darmstadt, bei Oppel und Rüsselheim die Fachkräfte stellen? Unsere Kinder sind zu wenige. Wer soll denn den Bürgermeister und mich mal in 20 Jahren am Rollator pflegen und betreuen? Das machen unsere Schwiegertöchter nicht. Da werden wir froh sein, dass es begabte, ehrgeizige, junge Europäer und Europäerinnen aus Portugal, aus Spanien, aus Bulgarien, aus Polen gibt. Das heißt, in einer solidarischen Gemeinschaft, das ist wie ein Sparbuch, lohnt es sich, in guten Zeiten einzuzahlen, zu garantieren, Rettungsschirme aufzubauen, damit man in anderen Zeiten abbuchen kann. Man sieht sich im Leben immer mehrfach. Deswegen ist meine Bitte, es geht jetzt, da es uns gut geht und da Deutschland auf dem Höhepunkt seiner ökonomischen Leistungskraft angekommen ist, um eine gewisse Solidarität über die nationalen Gebietsgrenzen hinweg. Energie. Nur ganz wenige Gedanken dazu. Von den 7.000 Millionen Menschen, die auf der Erde leben, haben nur 5.300 Millionen täglichen Strom. Und 1.700 Millionen nicht. Überlegt mal euer Leben ohne Strom. Morgens Radio, Rasierer, Kühlschrank, Fernseher, bald Elektromobil, Licht, Kommunikation, iPhone, iPad, iPod. Wir werden erbärmlich arm drin. Also brauchen wir mehr Energie, damit als Teil der Menschenwürde, Energy for All, jeder Mensch für Mobilität, für Helligkeit, für Sicherheit, für Wärme, für Handwerk, für Kommunikation Energie bekommt. Zweitens, die Zahl der Menschen auf der Welt wird von 7.000 Millionen in 2050 auf 10.000 Millionen aufsteigend sein. Drittens, sie haben in China auf 1.000 Einwohner 60 Fahrzeuge. In Deutschland auf 1.000 Einwohner 540 Fahrzeuge. Das wird sich angleichen. Aber nicht in Langen bei 1.000 Einwohnern auf 40, sondern in Peking auf 100, 200, 300, 400. Das heißt, wir haben einen dramatisch steigenden Energiebedarf. Deswegen ein kluger Umgang mit Energie, mit Primärenergie, Öl, Gas, Kohle, Biomasse, Solar, Wasser, Meereskraft, Wind, ein kluger Umgang und eine kooperative Entwicklung in einem europäischen Strom- und Energiebinnenmarkt mit die wichtigste Aufgabe ist. Ich behaupte einmal, in der Vergangenheit wurden Kriege geführt, aus Gründen, warum auch immer. In Zukunft besteht Flüchtlingsgefahr, Wanderungsgefahr und zwei Gründe. Wasser und Energie werden entscheidend sein. Und da kommt der deutschen Ingenieurkompetenz, nämlich Probleme zu lösen, das können wir, eine entscheidende Bedeutung zu. Wir müssen auf Energieeffizienz setzen, müssen mit Energie sorgsamer und sparsamer umgehen, müssen dem Verbraucher die Chance zu geben, Energie zu sparen, indem er weiß, wo die Stromfresser sind. Wir müssen europäische Lösungen finden. Ich sage mal ein Beispiel. Im Augenblick brauchen wir Strom. Und Strom ist nicht speicherbar. Punkt. In großen Mengen nicht speicherbar. Im Augenblick haben wir draußen keinen Wind und keine Sonne. Aber Europa hat jetzt gerade Wind. Und Sonne in Spanien rund um die Uhr. Tagsüber mit einer unglaublichen Kraft, jeden Tag. Man kann einen Teil abspeichern in Dampf, in Hitze. Nachts umwandeln, Turbine von Freud zu Strom. Wir haben Biomasse in Finnland, Schweden in großem Umfang, nachhaltig. Wir haben Geothermie in einigen Bereichen. Das heißt,
wenn wir auch hier die Kräfte Europas bündeln und nicht die lokale Autarkie pflegen, werden wir effizient und das Ganze wird auch kostengünstiger sein. Deswegen ist Energie das nächste Thema einer Art europäischen Integration, wobei zu meinem Energie-Europa auch die Maghreb-Zone, Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien, Mauretanien, Ägypten, auch die Ukraine, auch die Türkei und auch Aserbaidschan, auch die Schweiz, der Westbalkan und Norwegen gehören. Das heißt, auch ohne Mitgliedschaft in der Europäischen Union muss unsere europäische Idee weit über EU 28 hinausgehen. Und damit zum Thema Geostrategie als letzten Punkt. Derzeit ist die europäische Hauptstadt Vilnius. Also neben Brüssel, Luxemburg, Straßburg, Vilnius. Weil Litauen Ratspräsidierend ist. Das wechselt jedes halbe Jahr. In Vilnius findet am 28. November die östliche Partnerschaftskonferenz statt. Bitte denkt mal in zwei Wochen daran. Östliche Partnerschaftskonferenz. Eastern Partnership Council. Da geht es um die Frage, ob Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Ukraine eine Beitrittsperspektive durch ein Assoziierungs- und Handelsabkommen mit der EU angeboten wird. Ich zitiere unseren Gegner, den ich schätze. Forbes hat vor 8 Tagen geschrieben, der stärkste Mann der Welt heißt Putin. Nicht mehr Obama. Und auch nicht Frau Merkel. Die stärkste Persönlichkeit, Putin. Putin, ich zitiere, sagt Folgendes. Die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts, wir denken an Hitler, den Überfall und die Verbrechen an den Juden und anderen Bürgern der Welt. Nein, er sagt, die größte Katastrophe war die Preisgabe von ehemaligen Sowjetrepubliken in die selbstbestimmte Freiheit. Estland, Litauen, Lettland, Aserbaidschan, Turkmenistan, Kirgisistan, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Armenien, Ukraine, Weißrussland. Und er will sie zurückholen. Angebot Zollunion und Eurasische Union. Und Instrument, nicht die Rote Armee. Gasvorräte, Gaspipelines, Gaspreis. Und wir im deutschen Romantiktal reden über die Frage, ob man auch noch im Schwarzwald-Seidental Scheunen baut, in denen keine Kuh steht, kein Traktor drin ist, aber Photovoltaik drauf. Und der Sozialmieter in Meidrich bezahlt dies durch die EEG-Umlage. Deutschland genügt sich derzeit auch die Koalitionsverhandlungen mit Mütterrente und Betreuungsgeld, mit Rückkehranspruch für Teilzeitbeschäftigte. Deutschland genügt sich derzeit selbst. Und wird der europäischen Aufgabe als größte europäische Volkswirtschaft nur eingeschränkt zurecht. Wir reden in Sachen Ukraine vielleicht über Frau Timoschenko, deren Gesundheitszustand uns bekümmern muss und deren rechtsstaatliche Interessen uns wichtig sind. Aber es geht um weit mehr in Sachen Ukraine als Frau Timoschenko. Denn die war nicht die Jeanne d'Arc. Die war hochkorrupt. Deren Milliarden kommen nicht aus Hände- und Kopfarbeit. Und wenn wir nur an Frau Timoschenko denken und der Ukraine sagen, jetzt nicht, dann spielen wir das Spiel von Putin. Rückholung von alten Sowjetrepubliken gegen Selbstbestimmung und gegen europäische Freiheit und Demokratie. Herzlichen Dank. Gerne Fragen und Kritik und ansonsten wünsche ich euch auf eurem Schulweg viel Erfolg. Seid nicht zu fleißig, keine Streber, aber schafft eben das Ziel. Und ich beneide euch, denn ich bin 60, ihr seid 16 oder wie alt immer. Ihr habt 40 Jahre oder 50 Jahre mehr als ich. Und ich kann nur sagen, Interesse, Neugierde, Bildung, Kommunikationsfähigkeit sind die Grundlagen, damit ihr das Leben genießt und auch erfolgreich besteht und damit auch meine Rente durch euch bezahlt werden kann. Wir machen das jetzt ganz kurz, wir haben ja noch bis 12 Uhr Zeit, das heißt ein, zwei Fragen von uns und dann geben wir sofort ans Publikum. Herr Oettinger, Sie sprachen zu Beginn Ihrer Ausführung von der europäischen Idee und von europäischen Visionen. Jetzt stehen im Mai kommenden Jahres die Wahlen zum Europaparlament an und da scheint sich eine Entwicklung
aufzuzeigen, dass sehr viele Europagegner ins Europaparlament einziehen können, und zwar durch ganz viele Länder durch. Also in Frankreich ist mit Paul Le Pen, es ist hier die AfD in Deutschland, es ist auch in Holland sind exemplarische Euro-Gegner. Wie soll man dem begegnen, um denen nicht zu viel Kraft im Europäischen Parlament zuzubilligen? Der Wähler schaut ja auf die Frage, ist eine Wahl wichtig? Wenn sie wichtig ist, nimmt er sie ernst. Ich behaupte, er nimmt eine Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl ernst. Er weiß, da geht es um Schule, um Verkehrsplanung, um Siedlungsentwicklung, um Jugendarbeit. Er nimmt eine Landtagswahl eingeschränkt wichtig, eine Bundestagswahl sehr wichtig. Und er denkt oftmals, eine Europawahl sei nicht wichtig. Also neigt er dazu zu sagen, dann mache ich dort im Grunde genommen Protest oder schlafe aus oder kühle mein Mütchen oder mache irgendwas, was mir gerade Spaß macht, was Blödsinniges. Und die entscheidende Aufgabe ist, den Bürgern klarzumachen, die Europawahl ist wirklich wichtig. Das Europäische Parlament hat in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen und bestimmt eure und unsere Zukunft mindestens gleich stark wie der Deutsche Bundestag. Und deswegen müssen wir den Menschen klar machen, wenn 80% und mehr zur Bundestagswahl gehen, dann müssen eben auch zur Europawahl statt 40% 80% gehen. Und dann müssen wir werben, dass dann die eben SPD oder Grüne oder FDP oder CDU, CSU wählen und nicht rechtslastig, linkslastig oder ausschlafen. Das heißt, die Bedeutung zu vermitteln, ist der entscheidende Punkt. Und deswegen hoffe ich darauf, dass alle, die antreten, europäisch und in Deutschland, nicht den üblichen Parteienstreit versuchen, Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün, sondern sagen, in allererster Linie geht es um Stimmabgabe für eine der demokratischen, verantwortlichen Kräfte unserer Parteien. Denn ansonsten, Sie haben Le Pen erwähnt, die liegen in Umfragen bei 28%, Hollande-Partei 24%, Sarkozy-Nachfahren 23%. Also Platz 1. Nehmen Sie UKIP in Großbritannien. Nehmen Sie Wilders in Holland. Die wahren Finnen in Helsinki. Stronach und Magna-Nachfahren in Österreich. AfD wurde erwähnt. Grillo in Italien. Dann könnten wir auf bis zu 30% Links- und Rechtspopulisten, Euroskeptiker und Destruktivos kommen. Und dann wäre das Parlament entscheidend geschwächt. Es kommt zuallererst auf Wahlbeteiligung an, die Bedeutung vermitteln und dann sagen, also ich sage als Christdemokrat, wählt lieber SPD als gar nicht. Es ist aber trotzdem so, dass besonders junge Menschen besonders euroskeptisch sind. Und ich frage mich, was Sie als EU-Kommissar und als Teil natürlich der EU-Kommission dagegen tun wollen. Weil zum Beispiel unser Altkanzler Schmidt Ihnen vor 2 Tagen attestiert hat, Kommission ist alles nur Gelaber. Den Helmut Schmidt verehre ich. Der hat für mich auch jedes Recht und Narrenfreiheit. Also das finde ich falsch und wäre nicht zu hoch betagt, würde ich ihn gerne einladen, uns mal einen Tag oder eine Woche zu begleiten. Wir sind nicht Gelaber. Wir sind ein Gremium mit Stärken und Schwächen, wie ein Lehrerkollegium, wie ein Gemeinderat, wie eine Bundesregierung, nicht besser und nicht schlechter. Was mich ärgert, ist Folgendes. Wir reden ja oftmals von den Eurokraten. Hat jemand irgendwann mal von den Bundeskraten gesprochen? Oder den Hessenkraten oder den Langenkraten. Es gibt in Brüssel solche und solche. Granatendackel, schwache, faule, aber auch viele fleißige, tüchtige, intelligente. Gleich viel wie im Gemeinderat oder im Rathaus Langen, wie im Landtag und der Regierung in Wiesbaden, wie in Berlin. Diese pauschale Verunglimpfung, die EU-Bürokraten, die Eurokraten, finde ich ungehörig. Und wir müssen dringend dafür eintreten, dass wir die besten Köpfe nach Brüssel bekommen. Deutschland ist durch Berlin schon ein bisschen
sehr selbstbezogen geworden. Wir glauben jetzt mit 80 Millionen, wir könnten alles alleine. Und mein Rat ist, wir sollten Brüssel nicht hochjubeln, aber alles tun, dass Achtung vor der europäischen Idee und vor allem die in Ehrenamt und Hauptberuf Europa machen, besteht. Achtung, nicht Willfährigkeit. Und ansonsten, junge Generation, ihr seid doch lebende Europäer. Nehmt mal eure Art, Urlaub zu machen, Freundschaft zu bilden oder Studienorte zu überlegen. Ihr seid ja längst auf dem europäischen Marktplatz daheim. Langen und Hessen, aber längst EU-Dimension. Oder wer an Weihnachten vielleicht Skifahren geht. Ich habe noch erlebt, wie man an der Grenze bei Bregenz 2 Stunden Passkontrolle und dann Öschis Umtausch machen musste. Heute wird man durch. Europa ist da längst unsere Gegenwart. Und leider haben wir das, was wir durch Europa bekommen haben, längst als selbstverständlich eingebucht. Man muss schon immer erwähnen, wie kleinteilig die Welt früher war. Mein Großvater ist im Jahre 1890 geboren worden. Mein Großvater war 2 Jahre in den Vogesen im Krieg. Ich war mit ihm dort. Das war nicht irgendwie im Mittelalter. Das war mein Großvater. 2 Jahre hat er im Stellungskrieg in den Vogesen verbracht. Und heute fahren wir ins Elsass, wenn wir essen wollen, und denken gar nicht an die Grenze und kommunizieren im Grunde genommen europäisch. Das heißt, wir müssen diese jeden Tag stattfindenden Vorzüge einmal deutlich machen. Und ihr findet hier im Feinkostgeschäft oder auch im Supermarkt neben Spätburgunder aus dem Rheingau auch Bordeaux zu einem fairen Preis. Und ihr bekommt Reifen von Michelin. Und ihr könnt in die Bretagne fahren im Urlaub und keiner kontrolliert euch. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Freizügigkeit und Liberalität nur durch Europa. Dies zu erkennen und dann auch konstruktiv zu wählen, ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe aller Beteiligten. Der Medien, der Lehrer, derer, die nachdenken, der Politiker. Allein sind wir zu wenige. Ihr müsst Europa erleben. Und meine Bitte ist, geht im nächsten Jahr zur Wahl oder sagt euren Eltern, nicht ausschlafen, sondern zur Wahl gehen. Und nochmals, lieber SPD als gar nicht. Wir sind jetzt schon in der Zeit leider sehr weit fortgeschritten und ich bin sicher, dass viele Fragen von den Schülern aus dem Auditorium kommen werden. Und deshalb hören wir hier vorne an der Couch erstmal auf und wollen euch bitten, eure Fragen zu stellen. Sie haben gerade schon die Europäische Kommission mit der deutschen Bundesregierung verglichen. Sieht man in der Kommission es denn so, dass sie die Regierung Europas, das Exekutivorgan Europas sind? Europa ist noch nicht fertig, aber in der Entwicklung muss die Kommission die Regierung sein, muss das Parlament der Europäische Bundestag sein und muss der Europäische Rat und der Rat der Europäische Bundesrat sein. 2 Kammern. Eine Regierung, auf dem Weg sind wir und das entspricht schon unserer Erwartung, wie eine repräsentative Demokratie aufgebaut sein soll. Ja, ich bleibe dann gleich beim Thema Kommission. Ich glaube, Ihr nächstes Umfeld ist ja die Kommission, Ihre Institution. Und meine Frage wäre, wie bewerten Sie das, dass jetzt ein Deutscher, Martin Schulz, möchte jetzt Kommissionspräsident werden in der neuen Legislaturperiode? Sehen Sie das? Oder sehen Sie es kritisch, dass Deutschland wieder als Hegemon hervortreten könnte? Weil von vielen Europäern wird Deutschland als die Hegemonialmacht in Europa gehandelt. Glauben Sie denn, dass diese Position eines deutschen Kommissionspräsidenten das verstärken würde? Der Martin Schulz ist ein erfahrener, kluger Kopf, auch clever, ich schätze ihn. Und Demokratie heißt sportlicher Wettbewerb. Er ist ja nicht von den Deutschen aufgestellt, er ist von den Sozialisten aus Bulgarien, Rumänien, Frankreich, Dänemark, England, Italien und Deutschland aufgestellt. Das heißt, die Sozialdemokraten und Sozialisten sagen, der ist unser Mann, egal welchen Pass er hat. Umgekehrt werden wir als Christdemokraten in der EVP-Familie auch einen Spitzenbewerber aufstellen. Tusk, Polen oder der Irländer
oder der Finne oder Michel Barnier oder wie auch immer, dann können die Bürger auswählen. Das heißt, ich glaube, es muss kein Deutscher werden, aber es darf auch nicht heißen, dass es ein Deutscher nicht werden darf. Und ich bin mir sicher, also ich glaube nicht, dass es Martin Schulz wird, aber wenn er es werden sollte, würde er nicht als Alemanne dort rumrennen, sondern als Europäer. Da hätte ich genügend Vertrauen in ihn. Herr Oettinger, wäre denn noch Platz für einen zweiten Kommissar mit einem wichtigen Ressort, wie zum Beispiel das Energieressort, wenn Schulz Präsident werden würde der Kommission? Nein, wir haben das Prinzip, dass in der Kommission der Präsident einbezogen, jedes Land einen hat. Barroso, der amtierende Präsident, ist zugleich der aus Portugal stammende Kommissar. Deswegen gäbe es dann den einen und keinen zweiten. Mehrere Punkte. Sie hatten vorhin angesprochen, dass ein Europa möglich wäre, wo Deutschland zum Beispiel aus Südeuropa Photovoltaik-Energie bezieht, aus Skandinavien Energie aus Biomasse. Aber wie Sie ja fordern, dass Subventionen in Deutschland für Energiekonzerne gelassen werden, das schwächt ja Deutschland schon extrem. Was sollte Deutschland dann zurückgeben, wenn sie von überall her Strom beziehen? Wir haben ja einen Binnenmarkt und der gilt auch für Strom. Das heißt, es gibt keine Gebietsgrenzen und keine Autarkie. Deswegen werden wir mit Sicherheit in Deutschland viel Strom produzieren. Aber wir sollten eben auch die Potenziale von anderen europäischen Ländern nutzen. Und da bieten sich eben Länder, die 2000 Jahresstunden haben, in denen Sonne direkt Strom produziert, wie Spanien, Griechenland, Italien an. Wir haben nur etwa 850 im Jahr. Umgekehrt, die Deutschen bauen viel zu viele Autos. In Rüsselsheim, in Ingolstadt, in Wolfsburg, in Sindelfingen, in Rastatt, in Köln. Die Deutschen können gar nicht alle Autos fahren, die wir bauen. Die würden rosten, also werden sie verkauft. Das heißt, ein Binnenmarkt ist eine Zwei-Wege-Veranstaltung. Man kann nicht nur sagen, wir wollen exportieren und wollen nicht importieren. Und deswegen ist mein Rat bei dem Thema, dass wir alle die europäische Landkarte sehen und dann entscheiden, was wo am besten gemacht werden kann. Okay. Sehr geehrter Herr Oettinger, ich bleibe gerade beim Thema Energie. Und zwar habe ich eine Frage zu den Emissionsrechten, die bei dem EEX gehandelt werden, bei der Strombörse. Und zwar liegen im Moment die Preise für die Emissionsrechte bei 4,50 Euro bis 5 Euro, kommt gerade auf den Tag drauf an. Und ich frage mich, wie können die Emissionsrechte so günstig sein, wenn wir in Europa eine Energiewende voranbringen wollen? Man muss zunächst sehen, nicht alle Europäer wollen die gleiche Energiewende wie wir Deutsche. Die Briten zum Beispiel sagen, CO2-Emissionsreduktion ja, aber wir machen es mit Kernkraft. Und zwar sagen im Unterhaus die Liberalen, die Konservativen und die Sozialisten. Die Polen sagen, wir wollen eines zuallererst, keine Abhängigkeit von Russland. Deswegen die Polen aus ihrer Geschichte kommend in keinem Fall Gazprom und Gaslieferungen aus Russland wollen, sondern lieber dann Schiefergas und Kohle. Da müssen wir einfach die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten akzeptieren. Übrigens Kernkraft. Die Deutschen haben unter Willy Brandt nach dem Ölschock von 1973 mit Sonntagsfahrverbot entschieden, verringern wir die Abhängigkeit von den Scheichs von Arabien, bauen wir Kernkraftwerke. Das war damals Willy Brandt, CDU, CSU, FDP. Die Österreicher neben uns haben dies mit Schrecken beobachtet, unter Kreisky Nein zu Kernkraft gesagt, aber es akzeptiert. Da waren die Österreicher relativ demütig. Dann haben sie gesehen, die Deutschen steigen aus, unter Gerhard Schröder, haben sich gefreut. Dann haben sie gesehen, die Deutschen verlängern die Laufzeit unter Angela Merkel, haben sie es akzeptiert. Jetzt steigen wir aus. Der Rat ist einfach, die Entscheidung zur Technik ist nach unserem europäischen Vertrag von Lissabon, Sache der Mitgliedstaaten, zu akzeptieren, was andere Demokratien für sich entscheiden. Und von daher, es gibt nicht die eine Energiewende. Und dann das Thema ETS und
Handelssystem und CO2-Emissionen. Das Grundproblem ist folgendes. Das System wurde 2003 eingeführt. Damals hat man gedacht, dass Europa, also unsere Wirtschaft, pro Jahr im Schnitt mit 1,5-2% wächst. Dementsprechend hat man auch Emissionshandelsrechte eingepreist. Jetzt sind wir in 10 Ländern in Rezession, in 10 Ländern in Stagnation und 8 Länder haben Wachstum, aber zwischen 0,1 und 1%. Das heißt, wir haben jetzt zu viel Handelsrechte. Deswegen haben wir jetzt einen Vorschlag gemacht, Backloading. Nehme raus für einige Jahre und führe 2018, 19, 20 zurück. Aber Sie können in einem marktwirtschaftlichen System mit Angebot und Nachfrage, das 20 Jahre gelten soll, nicht einen garantierten Preis bestimmen. Denn wir können auch nicht jedes Jahr eingreifen. Und wichtig ist mir Folgendes, auch bei einem Preis von unter 5 Euro, die Reduktion um 20% unserer Treibhausgase in 2020 in Relation zu 1990 ist garantiert, egal wie niedrig oder wie hoch der Preis ist. Ja, sehr geehrter Herr Oettinger, meine Frage beschäftigt sich mit Europa im Allgemeinen. Und zwar frage ich mich, wie Europa in 10, 20 Jahren aussehen wird. Werden wir eher mehr Kompetenzen nach Europa verlagern oder wird es eher eine De-Evolution geben? Wir sehen, in Großbritannien gibt es 2017 die erste Volksentscheidung zum Austritt oder aus der EU. Und generell gibt es eine grundsätzliche antieuropäische Haltung in vielen Ländern der EU. Und da frage ich mich, ob wir jetzt nicht uns eher auf dem Weg der Rückentwicklung befinden oder ob wir noch mehr Kompetenz nach Brüssel und Straßburg verlagern. Also zunächst einmal gibt es immerhin noch neue Länder, die Mitglied der Europäischen Union werden wollen. Also so schlecht kann der Club gar nicht sein, wenn es Warteschlangen gibt. Lettland bekommt am 1.1. den Euro. Dann sind wir 18 Euro-Länder. Litauen möchte in 2 Jahren kommen, dann waren es 19. Serbien will Mitglied werden. Montenegro ebenso. Ukraine. Das heißt, der Club ist eigentlich durchaus noch attraktiv. Und mein Rat ist, der da drin ist, soll den Club nicht schlechter reden, als die, die draußen sind und rein wollen. Zum Zweiten, mehr oder weniger Kompetenzen. Es geht um große Fragen, die man nur europäisch lösen kann. Und umgekehrt müssen wir bereit sein, bei kleinen Fragen den Grundgedanken der Subsidiarität zu beachten. Beispiele. Es waren 10 Mitgliedstaaten, die beantragt haben im Rat, dass für die Gastronomie, für Restaurants, das Thema Speiseöl nicht mehr offen verabreicht werden darf, sondern in verschlossenen Fläschchen. Das hat mein Kollege Kjolos, ein Rumäne, auf Bitten der 10 Mitgliedstaaten aufgegriffen, einen Vorschlag gemacht. Dann gab es einen Generalverriss in der Presse. Das heißt, da gab es auch Gründe dafür, Hygienegründe, da gab es Lebensmittelskandale. Ich möchte nicht wissen, was zum Teil in öffnen Ölkönchen nachts um 11 Uhr hinter mancher Osteria an Altöl entsorgt wird. Aber da geht keiner dran kaputt. Deswegen müssen wir uns raten, da gibt es aber irgendwo ein bisschen Missbildung im Magen. Ja? Aber die kann durch 3 Valpolicella auch entstehen. Das heißt, diese kleinen Fragen, da sollten wir im Grunde genommen gewisse Fehlentwicklungen einfach laufen lassen. Punkt. Umgekehrt. Zu glauben, dass wir auf Dauer 28 Außenpolitiken und Verteidigungspolitiken leisten können. Und zu glauben, dass wir Energienetze 28 Mal aufbauen. Es gibt ein paar große Fragen, die gehen europäisch erfolgreich oder gar nicht. Oder noch ein Beispiel, dass wir in Santiago del Chile 28 Botschaften haben und nicht eine europäische Botschaft, die dort die konsularischen Fragen wahrnimmt und für die Bürger aus ganz Europa ihre Interessen vertritt. Naheliegend. Oder noch ein Beispiel, dass nach Shanghai 28 Wirtschaftsminister mit Delegationen fliegen und für europäische Wirtschaft werben. Und dann noch der hessische Staatssekretär für Wirtschaft glaubt, er muss auch noch 5 Unternehmer mitnehmen, parallel. Grenzt an Arroganz. Da bräuchten wir einen Auftritt der europäischen Industrie mit einem europäischen Industriekommissar,
begleitet von 3-4 Ministern aus großen Mitgliedstaaten mit Business Europe, dann hätten wir Autorität. Das heißt, ich würde gerne die 10-12 Themen definieren, die man europäisch erfolgreich, effektiv, kostengünstig wahrnehmen kann, und die müssen voll in Brüssel sein. Und ich würde gerne 30 Aufgaben definieren, wo Brüssel sagen soll, wir lassen 5 Grad, juck. Das ist noch ein Beispiel. Wir haben die Krümmung der Gurke europäisch entschieden. Wissen Sie warum? Weil der Handel es wollte. Die Logistik es wollte. Wenn Sie eine Krümmung haben, bekommen Sie eben in eine Kiste die doppelte Menge rein. Als wenn Sie krumme und gerade haben. Das war eine Bitte der Logistik, der Containerschifffahrt. Und es ist auch ein Umweltgrund. Sie können damit im gleichen Raum ein Mehrfaches transportieren. Leider gilt so ein Thema als Beispiel für den Irrsinn der Eurokratie. Wenn man die Hintergründe kennenlernt, sind sie sehr oft nachvollziehbar. Noch ein Punkt, die Glühbirne. Abgesehen davon, dass die LED-Technik Zukunft hat und kommt. Neue Autos haben keine Glühbirne mehr, nur noch LED. Eine Glühbirne ist in Wahrheit ein Heizgerät, weil 85% des Stroms in Wärme übergeht und nicht in Helligkeit. Es war aber nicht die Kommission, es war die deutsche Ratspräsidentschaft, war die Kanzlerin, die die Klimakanzlerschaft noch damit toppen wollte. Aber es gilt dann eben für Kritiker als Eurokratie aus Brüssel. Und abschließend, ich wüsste einige Aufgaben, die dringend nach Brüssel müssten. Und umgekehrt müssten wir in Brüssel die Fähigkeit haben, neben Prioritäten auch Posterioritäten zu definieren. Also Dinge, wo wir sagen, wir könnten zwar, aber sagen, du, da werden wir nicht tätig. Da lassen wir Berlin, Wiesbaden und Langen in einer dezentralen, subsidiären, alleinigen Verantwortung. So, wir haben jetzt fast 12 Uhr, Sie haben um 12.30 Uhr den nächsten Termin in Wiesbaden. Das heißt, wir können wirklich nur noch eine ganz schnelle Frage zulassen, ja? Ich hätte noch nur eine Anmerkung, mich stört ein bisschen an Ihren Ausführungen. Sie haben den sozialen Aspekt hier unterschlagen, meines Erachtens. Sie haben davon gesprochen, wie schön das jetzt ist, dass man schnell nach Bregenz rüberfahren kann zum Skifahren. Ich höre so Aspekte wie Skifahren, in Europa studieren. Das ist alles nur mit einem gewissen Geldbeutel machbar. Als ich hier ankam, konnte man drüben in der Kirchengemeinde Leute mit Plastikbeuteln sehen, die sich bei der dortigen Tafel heute eingedeckt haben, weil die selber so wenig Geld haben, dass sie sich im Supermarkt eben nicht eindecken können. Und Feinkostspezialitäten aus Europa oder sonst sowas ist für diese Leute tabu. Und wir haben 24% der beschäftigten Deutschen arbeiten zum Niedriglohnsektor. 24% der deutschen Haushalte können nicht mehr Urlaub machen, nicht mal mehr im eigenen Land, weil das Geld fehlt. Und da ist dieser europäische Gedanke, ist ja schön und gut, aber wenn hier ein Wir-Gefühl appelliert wird oder wir sollen wählen gehen, damit wir dieses Wir auch akzeptieren, dann schauen Sie bitte auch einmal dafür, was wirklich in diesem Land ist. Ein Wir-Gefühl braucht mehr, als dass wir solche starken sozialen Unterschiede haben. Ein Kommentar eigentlich. Aber ich würde mich mal interessieren, ob Sie das in den Blick nehmen. Mir reicht es nicht aus, wenn Sie appellieren, dass man zu einer Wahl geht. Den Appell sollten lieber Sie sich und die EU stellen. Zum Beispiel, wer weiß von der Verfassung von Lissabon, den Entwurf? Wer hat die europäische Verfassung wirklich demokratisch dem Volk näher gebracht? Ich behaupte, 90% der wahlberechtigten Deutschen haben davon noch nie was gehört. Ja, und die Frage, ist Europa wirklich demokratisch? Gehen die Rettungsschirme nicht in die Tresore der Banken? Helfen die den Griechen denn wirklich? Ist die griechische Wirtschaft nicht durch diese Sparbemühungen wirklich so beschnitten, dass die Leute nicht vorwärts kommen? Ist Europa wirklich demokratisch? Wäre die Frage. Ich glaube es nicht. Sie stimmen mich nachdenklich, aber überfordern unsere gemeinsame Zeit. Ich bräuchte jetzt eine halbe Stunde, um mit Ihnen darüber zu sprechen, was ich gerne machen würde. Zum einen ist meine Bitte, bitte nehmen Sie mir ab, ich bin genügend fleißig, um als Demokrat für Europa zu werben. Ich würde mal ganz Sie bitten, mich eine Woche zu begleiten. Da hätten Sie Mittwochabend die 40-Stunden-Woche erreicht. Und ich werde an dem Wochenende mit 7 Veranstaltungen versuchen, den Menschen gerecht zu werden und Argumente der Bürger aufzunehmen. Wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, ich glaube wie Sie, wir müssen aufpassen, dass bei uns nicht Armut um die Ecke entsteht. Das gebe ich Ihnen recht. Nur, mit Verlaub, da würde ich mit Ihnen lieber nach Athen gehen. Was wir den Griechen zumuten, eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung, eine Verschlechterung des Lebensstandards, ist erheblich. Das heißt, wir haben in Europa schon Armutsthemen, die weitgehend außerhalb Deutschlands sind. Nochmal 3 Zahlen am Schluss. Europa hat nur 7% der Weltbevölkerung.
Europa erwirtschaftet 25% des weltweiten Bruttosozialprodukts. Und Europa hat 50% der weltweiten Sozialleistungen. 50%. Also wenn man in Addis Abeba einmal sich die Zeit nimmt und marschiert, oder wenn man in Kairo war, dann halte ich das, was Sie gerade beschrieben haben, hier in Langen, für nicht wünschenswert, aber für relativ unbeachtlich. Das heißt, wenn schon, denn schon, dann gehen wir mal an die Perspektiven von Bürgern weit außerhalb von Langen, Hessen, Deutschland heran und sollten nicht arbeiten mit Einkommensunterschieden und Gerechtigkeitslücken bei uns, die es gibt, die ich sehe. Aber dann ist meine Bitte, dann bitte die globale Dimension betrachten. Und da hat Europa, glaube ich, ein erhebliches Sozialnetz. Und die Frage, ob wir bereit sind, abzugeben für dritte Welt, für Länder außerhalb, stelle ich einmal anheim. Ansonsten, wenn Sie mich einladen, ich komme auch wieder, egal in welchem Kreis, das meine ich ernst, auch in Ihrer Schule. Ich erkenne jetzt, die Zeit von einer Stunde war zu kurz gewesen. Aber als ich die Frage bekam, habe ich sie ernst genommen, aber unterschätzt. Ich habe um 12:30 Immobilientagung in Wiesbaden, dann um 14:30 Landkreis Darmstadt in Groß-So-und-So, Umstadt, glaube ich. Und um 17 Uhr Wetzlar, die IHK, um 20 Uhr Köln. Also morgen geht es weiter, Junge Union Neunkirchen, danach Landesstiftung Baden-Württemberg und dann geht es am Sonntag zur OPEC. Ich bin schon bemüht. Und das Problem ist ja folgendes. Es gibt einen Kommissar aus Deutschland. Ein Botschafter, ein Handelsreisender ist zu wenig. Wir müssen erreichen, dass es eben auch Bundestagskollegen, Landtagsabgeordnete und Stadträte gibt, die nicht nur an den Kanaldeckel in Langensüd denken, sondern eben Europa in ihrer Funktion verkörpern. Und ansonsten, wenn Sie mich einladen, ich weiß nicht, ob Sie eine Funktion haben oder wie auch immer, oder der Bürgermeister mich einlädt, ich komme gerne mal einen zweiten Abend, dann Open End. Langen ist ja mittendrin in Europa und nicht weit weg von Brüssel. Mir hat es Spaß gemacht. Und meine Bitte ist, die Frage finde ich spannend, aber sie erfordert jetzt die Zeit, die ich noch nutzen kann. Danke. Vielen Dank. Der erste ist Langen Europa, Europa in Langen. Wir haben eine Europafahrt an der Schule, wir haben verschiedene Aktivitäten. Europa-Planspiel gehabt, also es sind verschiedene Punkte. Uns ist das Thema wichtig und eins kam heute rüber, Ihnen ist es anscheinend auch wichtig, jenseits von parteipolitischen Überlegungen für Europa sich einzusetzen. Ich kann Ihnen sagen, wir als Lehrer geben unser Bestes, Europa so darzustellen in allen Facetten. Und ich hoffe, dass Sie irgendwann nicht mehr die deutsche oder die baden-württembergische Staatsbürgerschaft haben, sondern die europäische, wie wir es auch schon haben im Pass, ein Europapass. Das wäre eigentlich eine Zukunft für uns, für mich. Und ich sage ganz deutlich für uns beiden, wir lieben Europa und wir bleiben Europa treu. Es wäre wirklich schön, wenn wir mal eine Open-End-Veranstaltung machen können. Und wir müssen ja nicht unbedingt Trollinger trinken, wir können ja auch hessischen Riesling dann. Vielen Dank.